Und die Switch muss hier hin und alles fertig. Boah, das sieht so schön aus, Leute. Wenn ihr auch mal zu mir nach Hause kommen wollt und mit mir Weihnachten feiern wollt, dann lasst auf jeden Fall ein Like, dann feiern wir zusammen Weihnachten. Meine Freunde müssen jeden Moment kommen, da sind sie schon. Kommt rein, kommt rein, kommt rein. Komm rein, oh, Braxy. Oh, du siehst richtig gut wieder aus. Haha, Odina. Danke. Guck mal, alles fertig gemacht. Sag mal, habt ihr schon eure Geschenke? Das sieht voll cool aus, Jimmy. Danke, Odi, du bist der Beste. Mega cool aus. Aha. Und sag mal, passt das so für euch oder sollen wir noch was ändern? Ich bin voll aufgeregt wegen dem Termin. Das so? Hier fehlt noch was ganz Spezielles, Jimmy. Was ganz Spezielles? Was denn? Ich bestelle es Bestimmtes, du Blödmann. Und zwar meinen legendären, illegalen Schoko-Orangenkuchen. Boah, oh, wie cool. Richtig lecker. Ihr seid einfach die besten Freunde, die man haben kann. Danke euch. Ich muss aber erstmal nach draußen Schnee schippen. Leute, wollt ihr mir helfen? Ja, aber... Was ist denn? Das Jimmy, ist Rudolf. Dein Briefkasten ist voll. Leerst du den eigentlich mal aus? Nein, ich habe da schon ewig lang nicht mehr reingeschaut. Du hast recht. Meinst du, ich soll das da mal reinschauen? Das musst du jeden Tag machen, du Doofkopf. Weil wenn man da nicht reinguckt, können da Rechnungen sein. Und dann kommt das Amt und will dein Haus verkaufen. Nein, ich mach ihn auf, Ihr habt recht, Leute. Dazu ist er ja da. Und zack, hey, da ist ein Geschenk drin. Und da ist ein Brief drin. Ich weiß nicht, ob lies ich... Lies vor. Na schön, ich lese ihn vor. Hey Jimmy, ich brauch dich heute. Es kommt ein wichtiger Besuch und ich zähle auf dich. Du hast die Verantwortung. Mehr steht da nicht. Guck, hier. Weiß ich sind nicht. Sind da keine Initialien, Jimmy? Nein, aber so schreibt meistens meine Mama, wenn sie irgendwas von mir will. Deine Mama? Ja, vielleicht kommt der kleine Besuch wieder. Ich krieg bestimmt Besuch von einem kleinen Mädchen oder Jungen. Das wird richtig cool, aber irgendwie auch nicht, weil da gibt's immer Stress. Egal, das wird richtig lustig. ich glaube, ich muss hier aber noch ein bisschen aufräumen und ein paar Kindersachen holen und so dann. Das solltest du wirklich machen und ich glaube, wir sollten das verschieben. Ja, wir sollten unser Treffen verschieben. Ihr habt recht. Familie geht vor. Außerdem seid ihr natürlich auch Familie. Okay, dann sehen wir uns in Fortnite später. Genau, wir sehen uns in Fortnite, tschüss. Oh, Leute, es kommt Besuch wieder mal vorbei. Das wird richtig cool. Und ich bin gespannt, wer es diesmal ist. Meistens, naja, kommt kleiner Besuch. Aber das wird richtig lustig. Ich glaube, wenn da so ein kleiner Mann oder so ein kleines Mädchen rumläuft, wäre schon lustig, Leute. Hier gibt's richtig coole Spiele. Hier gibt's richtig coole Spielsachen, das heißt, sie kann man sich auf jeden Fall gut beschäftigen. Oder oben am Feuer, da ist es schön warm, Leute. Oh, ich kann es kaum abwarten. Zum Glück habe ich in den Briefkasten geschaut. Hätte ich das nicht gemacht, hätte es Ärger gegeben. Bin aber echt richtig, richtig, richtig gespannt, wann der kommt und wer das ist. Wer schreit denn hier so rum, Mann? Hallo, ist da draußen jemand? Wer schreit denn hier so blöd? Warte mal, das muss ich mir genauer anschauen. Das kann doch nur eine Person sein. Überraschung! Ah, schon? Rudolf, bist du das? Wo kommst du denn her? Hey, du bist ja... Oh nein, oh, ich wusste, dass du kommst. Mama hat mir geschrieben, dass du... Es ist kalt. Ja, nicht, dass du krank bist. Los, lass uns reingehen. Komm mit. Das ist mein Zuhause. Oh, das ist voll cool. So viele Getränke. Ja, und eins davon ist deins. Aber nur, wenn du brav bist, okay? Das Größte. Das hier. Nein, ich will das hier. Oh, beruhig dich mal, kleiner Bruder. Ich wusste gar nicht, du bist wirklich mein kleiner Bruder? Ja, ich bin dein kleiner Bruder, du Doofkopf. Oh, du siehst, du bist ja auch orange, stimmt. Also, ich hab Hunger. Hunger? Warte mal, ich hab einen Burger. Willst du einen Burger haben? Oder den Burger. Oder das, wie du willst. Hat das geschmeckt? Das war ein richtig cooler Kuchen. Kann ich noch einen? Nein, ich hab keinen Kuchen mehr. Ich hab nur einen Burger, wenn du willst. Hey, das ist meine Switch. Darauf will ich Fortnite Lego spielen. Kann ich darauf mein Lieblings-YouTuber schauen, bitte? Bitte. Ja, okay, aber wer ist dein YouTubes Lieblinger? Odoman? Hat der auch Fortnite? Ja, der hat ein Lego-Video rausgehauen. Das ist richtig cool. Oh, los, mach mal an. Ich will auch sehen. Mann, du schaust nur für dich, du Blödmann. Egal. Sag mal, seit wann kannst du Fortnite spielen?
Hä? Ich spiele Fortnite Lego, das ist voll cool. Und da kannst du mit Lego Stein bauen, weil ich mir keine leisten kann. Deswegen baue ich in Fortnite. Du bist süß. Komm mit ihr nach oben, da ist es schön warm. Außerdem hier unten kann man nicht so richtig rumlaufen wegen den ganzen Geschenken, weißt du? Aber hier oben kann man schön rumlaufen. Guck mal, sogar mit Feuer. Wow, ein Rentier. Ja, das ist cool. Ich will drauf reiten. Das ist Rudolf in Ruhe, das ist meiner. Du musst dich ein bisschen benehmen, wenn du bei mir bist, okay? Okay, ich gehe nie wieder nach Hause, ich bleib hier. Ja, okay, du kannst ein paar Tage hier bleiben, aber du musst dich benehmen. Was machst du da? Hey, du hast die Kerzen ausgepustet. Ich hab sie nicht ausgepustet. Ich krieg sie nicht ausgepustet. Anna, weißt du was, benimm dich einfach. Ich muss schlafen, es ist eh Bettzeitchen, es ist schon dunkel geworden, hast du verstanden? Nein, ich schlaf nicht so früh. Doch, du musst schlafen, ansonsten kriege ich Ärger von Mama. Also geh schlafen. Oder willst du etwa kein Geschenk zu Weihnachten, ha? Aber unsere Schwester hat uns beigebracht, was Mama nicht weiß, macht sie nicht heiß. Ja, das ist ein tolles Sprichwort, aber jetzt bin ich die verantwortliche Person. Das heißt, du legst dich schlafen und ich schlaf unten und weh, ich höre nur einen Mucks von dir, hast du verstanden? Ich wünschte, du wärst niemals geboren. Das hat er nicht gesagt. Das hat er nicht so gemeint, Leute. Das hat mein kleiner Bruder nicht so gemeint. Nein, nein, nein. Das meinte einfach nur so aus Spaß. Außerdem ist es schon richtig spät. Ich bin schon müde. Hoffentlich haben wir morgen einen richtig schönen Tag zusammen. Guten Morgen. Ah, stimmt, ich habe ja noch Besuch da, Leute. Ich schau mal, was der kleine Racker da oben macht. Hoffentlich geht's ihm gut. Ich bin nämlich verantwortlich. Was macht der da? Hä? Er springt da rum. Nein, 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 nicht runterfallen, nicht runterfallen. Hey, hey, kleiner Mann, komm da zurück, hey. Das ist ein Geheimweg. Oh, Odi, hey, Odi, ich habe hier ein kleines Problemchen. Mein kleiner Bruder ist hier oben. Das ist Lärmbelästigung, was ihr da macht. Das ist gar nicht Lärmbelästigung. Hey, hör auf damit, du wolltest, dass ich runterfall. Das ist nicht witzig. Und? Wer ist das? Das ist mein kleiner Bruder. Der ist genauso verrückt wie ich, aber noch verrückter irgendwie. Hör auf, du bist noch krank, wenn du so weitermachst. Das ist... Ich fang dich auch gleich, du Blödmann. Komm mit, ich stell dir Odi vor. Vielleicht hat der einen Schokokuchen. Odi? Ja, das ist Odi. Kleiner Kerl, wie heißt dein kleiner Bruder? Wie heißt der nochmal? Wie heißt du nochmal? Maximilian. Heißt Maximilian? Ja, Maximilian, genau. Bist du sicher, dass du Maximilian heißt? Eigentlich heißt es Maxi. Jimmy, du musst darauf aufpassen, dass er hier keinen Blödsinn macht. Und ihr wart richtig laut heute Morgen. Ich musste fast die Polizei rufen. Der macht voll die coole Cat. Danke, kleiner Kerl. Schau mal, ich hab was für dich. Nein, gib ihm nicht so viel davon. Er wird noch krank, wenn du so weitermachst. Er isst den ganzen Tag. Oh, Jimmy, den ganzen Kuchen gegessen. Das war lustig, Jimmy. Jetzt lass ihn doch, der ist süß. Ja, okay. Ein bisschen Süßigkeit ist schon ja nie. Da warst du nicht. Guck mal, der Angst mit der Katze spielt. Oh, die. Aua! Siehst du, was du angestellt hast? Jetzt will er die ganze Zeit mich ärgern. Och, Mann, Odi. Das war keine gute Idee. Der wird die ganze Stadt kaputt machen jetzt mit der Axt. Oh, ja, dann fang ihn ein, du Blödmann. Das ist dein kleiner Bruder. Ja, super. Nachdem du das angestellt hast, muss ich wieder alles bereinigen. Hey, hör auf damit. Hör sofort auf. Das ist unser Weihnachtsbaum. Der bleibt da. Ah, hier, du Blödi. Ja, so besser so. Odi ist viel cooler als du. Odi ist... Nimm das zurück. Wir sind beide gleich cool. Ich bin cooler als du, Jimmy. Ha. Weil du kann ich bei dir schlafen? Was? Wenn du willst. Odi? Ja, darf ich? Jimmy. Nur eine Nacht. Aber wehe, es passiert ihm irgendwas. Er wird krank oder so. Dann gibt's Ärger. Juhu! Ich komm morgen vorbei. Es wird vorbei. Schon nichts passieren, Jimmy. Alles gut. Ich weiß nicht. Ich habe irgendwie ein ungutes Gefühl dabei, Leute. Mein kleiner Bruder war noch nie irgendwo anders. Und jetzt ist er auf einmal bei Odi. Und ihr habt gesehen, Odi hat ihm einfach eine Steinangst gegeben. Da hätte sonst was passieren können. Wir beobachten die mal kurz. Was machen die da drin? Was willst du machen, Baby? Ich will Basketball spielen. Komm mal, du kannst sogar werfen. So, zack. Oh, die spielen Basketball, wie süß. Ich glaube, das war eine gute Entscheidung, dass er bei Odi ist. Ich muss dir was sagen, Odi. Was sagen? Was denn, Maximilian? Was ist denn? Mein Bruder, der ist... Den mag keiner aus der Familie. Das stimmt nicht, das stimmt nicht. Das denkt er sich aus. Was ist das denn?
weil der von uns abgehauen ist, als er ein Baby war. Und jetzt ist er nie... Er hat sich niemals bei uns gemeldet. Und Mama hat geweint die ganze Zeit. Oh Mann, jetzt fühle ich mich irgendwie voll schlecht, Leute. Warum sagt er sowas? Aber du kannst doch trotzdem mit ihm cool sein. Jimmy ist doch nett. Ja, aber er schickt mich immer früh schlafen. Und er sagt, ich darf nicht so lange wach bleiben. Und ich soll immer schlafen, als wäre er mein Papa. Dabei ist er nur mein Bruder und er ist nur 2 Zentimeter größer als ich. Dafür habe ich keine Verantwortung. Kannst heute eine Stunde länger bei mir bleiben. Oh, das merke ich mir. Ich werde jetzt nach Hause gehen. Ich merke mir das und das stimmt nicht. Die Hälfte, was er gesagt hat, ist gelogen, Leute. Ich bin zwar von zu Hause abgehauen, aber nur weil meine Familie nicht nett zu mir war und ich muss die ganze Zeit selber alles machen. Voll doof. Egal. Ich werde jetzt einfach hier ein bisschen für mich sein. Irgendwie voll traurig, dass er lieber Odi mag als mich. Aber Hauptsache, er hat Spaß, Leute. Mann, ich hätte echt gern Weihnachten mit ihm zusammen gefeiert. So ein paar Geschenke und so. Mal schauen. Vielleicht kommt er ja wieder. Oder? Nein, die sind immer noch da drin. Oh Mann, ey. Egal, morgen ist ja auch noch ein Tag. Der bleibt ja mehrere Tage hier. Richtig cool. Guten Morgen. Hier oben schläft sich viel besser als da unten. Hat man eine viel bessere Aussicht. Warte mal, ich habe hier Odi gehört. Odi, wo bist du? Mach die Tür auf. Odi ist da. Mein kleiner Bruder kommt wieder. Yippie. Komm rein, Odi. Komm rein, kleiner Bruder. Was ist los? Ich glaube, irgendwas stimmt mit deinem kleinen Bruder nicht. Wieso? Ich weiß, er ist manchmal komisch und mit. So. Wo ist denn mein kleiner Bruder? Der liegt im Bett. Irgendwas stimmt nicht, Jimmy. Komm schon. Was hast du mit ihm gemacht, Odi? Gar nichts. Wir haben nur gespielt und dann durfte der nur eine Stunde länger wach bleiben und dann ist er eingeschlafen. Du hattest die Verantwortung, du Blödmann. Lass mich rein. Kleiner Bruder, was ist los mit dir? Oh, der ist ja voll krank. Der hat auch richtig grüne Sachen an seiner Nase da. Dem geht's gar nicht gut. Was hat er zuletzt gegessen? Mama. Nein, du darfst nicht zu deiner Mama. Jimmy. Nicht Schokokuchen, hör auf. Du hast ihm nur Süßigkeiten gegeben und Fastfood. Odi. Mann, Jimmy, was soll ich denn machen? Er wollte das. Denkst du, ich weiß, wie man mit Kindern umgeht? Ja, weil du bist der Ältere von uns. Das weiß doch jeder, dass die Karotten brauchen. Ich bin aber auch noch ein Kind, du Blödmann. Ja, da hast du recht. Tut mir leid, dass ich sauer zu dir war. Pass auf. Kleiner Bruder, wir werden dich wieder gesund machen, okay? Wir holen dir auf jeden Fall später noch einen Arzt. Und außerdem... Jimmy, das musst du machen, weil ich müsste jetzt mal kurz zu meinem Baumhaus. Tschüss! Oh, dir hat mein Bruder krank gemacht und jetzt haut er ab. Na schön, der wird schon noch sehen. Egal, auch wenn Odi einen Termin hat, ist egal, Leute. Ich kümmere mich um dich. Keine Sorge. Soll ich dir einen Arzt rufen? Nein, du kannst nicht zu deiner Mama. Das geht nicht, ich krieg sonst Ärger. Ich war doch verantwortlich für dich. Du hast mich angehustet. Bäh. Ich werde dich in Quarantäne stecken. Genau. Ich werde ihn einfach in ein kleines Glas Mama aufbauen. Mama hat recht mit dir. Hatte sie nicht, du Blödmann. Hat Mama dir auch gesagt, dass ich dich vom ganzen Herzen lieb? Sie hat gesagt, dass du ein liebevoller Junge bist und du dich immer um alle kümmerst. Ja, das tue ich doch, Sisa. Du wirst schon sehen, was ich für dich mache. Warte, ich muss ihn in Quarantäne stecken. Nicht, dass er noch meine Freunde ansteckt. Und da muss ich mich um ihn kümmern. Pass auf, ich werde da Glas machen. Genau. Oh nein, die geht's hier wirklich gar nicht gut. Du hast dich übergeben, kleiner Bruder. Zum Glück bist du jetzt in Quarantäne. Mama, die ganze Zeit Mama zu sagen, ich bin doch da für dich. Was willst du haben? Wie kann ich dir helfen, kleiner Bruder? Ich will Mama. Erstmal musst du mir deine Symptome sagen. Was hast du denn? Hast du Bauchschmerzen? Also Übelkeit hast du 100%. Das ist ja eklig. Du hast dich jetzt schon zweimal übergeben. Ich brauche einen Arzt. Du brauchst einen Arzt? Ich weiß aber nicht, wo ich einen herbekommen soll. Habt ihr kein Krankenhaus? Doch, haben wir, aber da ist fast nie jemand. Ich kann mal suchen, vielleicht ist da jemand, okay? Ich komme gleich wieder, kleiner Bruder.
Der Arme, dem geht's gar nicht gut. Wir lassen den mal lieber da drin, Leute. Wenn ihr wollt, dass mein kleiner Bruder wieder gesund wird, Leute, lasst auf jeden Fall ein Abo da. Zusammen machen wir ihn wieder gemeinsam gesund. Und krank sein ist blöd, Leute. Das mag niemand. Da muss man auch ein bisschen Rücksicht nehmen. Mhm. Jeder war mal krank. Hallo? Hallo, Krankenhaus, das ist ein Notfall. Ist hier ein Arzt oder so? Mann, hier ist nicht mal jemand bei der Rezeption, jemand. Blöd, Mann. Hallo, ist hier niemand? Hallo. Oh Mann, vielleicht ist oben jemand. Hallo, hallo. Oh Mann, Sie haben mich voll erschrocken. Sie sind Arzt, richtig? Genau richtig, mein Flagliner. Also, Sie können auch kleinen Jungen und so helfen, oder? Oh, kleine Junge, krank? Ja, ist sehr krank und außerdem braucht er Hilfe. Der hat sich schon dreimal übergeben. Bring Krankenhaus. Ja, ich mache ihn wieder korrekt mit dieser Spritze. Mit Spritze? Oh Mann, das wird ihm nicht gefallen. Aber kommen Sie einfach mit, das ist ein Notfall. Sie machen doch auch Ambulantdienst, oder? Genau, ja, ambulant. Ich mache doch Dienst, ja. Sehr gut, Leute. Boah, endlich habe ich einen Arzt gefunden. Perfekt, mein kleiner Bruder wird also wieder gesund. Haha, richtig cool. Können Sie auch Diagnosen und so machen? Also sehen, was er hat? Genau, alles. Ich mache alles. Ich bin Dr. Professor Arzt. Okay, also ich habe meinen kleinen Bruder in so Quarantäne gesteckt, weil der ist echt richtig krank und der hat richtig viel Fastfood gegessen. Ich habe ihm gesagt, er soll nicht so viel essen, aber schauen Sie sich das an. Geht's gar nicht gut. Kleiner Junge, kommen wir mal bitte hier. Spritze, geh weg. Nein, du musst die Spritze nehmen. Bleibe. Runter, hilft das? Hier. Testen, die Nein. Übergabe hier. Sie wollen das jetzt nicht aber smacken, oder? Das ist doch... Das ist ja ekelhaft, was sie da machen. Aber Hauptsache... Okay. Und? So zu machen... Sagen Sie schon, schlafen, kleiner, schlafen. Der kleine Bruder hat zu viele Fastfood gegessen. Zu viel Fastfood? Was hilft dagegen? Genau. Schlafen, Spritze und wir brauchen noch eine Kräuter. Kräuter? Ey, wo soll ich jetzt ein Kräuter finden? Wir haben Winter. Genau, das ist das Problem. Wenn Sie das Kräuter nicht finden, Junge wird sterben. Was, mein kleiner Bruder kann sterben? Sterben, ja. Oh, das, nein. Dann werde ich richtig Ärger bekommen und ich will nicht, dass der kleine Racker stirbt. Der sieht so süß aus und der ist mein okay, Bruder. Okay, das war's. 500 aber wo finde ich dieses Blöde? Ja, ich gebe Ihnen gleich die Diamanten. Wo finde ich die Kräuter? Kräuter im verbotenen Wald bei Friedhof. Das geht's doch nicht. Oh Mann, ich will da nicht hin. Kräuter mit Pflanzenblatt, okay? Ja, ja, hier ist die Bezahlung. Ich habe keine Diamanten, ich habe ein Diaschwert. Hey! Tut mir leid, Sie sind Arzt, Sie müssen auch gute Sachen machen. Ich muss jetzt los. Aua, aua! Tschüss! Mann, der Arzt war voll blöd, aber der hat uns einen hilfreichen Tipp gegeben, Leute. Wir müssen so ein Kräuter finden, wo mein kleiner Bruder wieder gesund wird, weil er so viel Fastfood gegessen hat, der Doofkopf. Ich muss aber in den verbotenen Wald gehen. Ich will da eigentlich gar nicht hin. Das ist voll gruselig da. Aber wir müssen das machen. Genau, wir gehen da jetzt einfach hin. Hier fängt der verbotene Wald an. Und da vorne müsste dann auch schon dieser Friedhof sein. Ganz vorsichtig hingehen. Wird bestimmt nichts schief gehen, Leute. Halt so ein Beinbruch, so sagt man doch, oder? Also auf jeden Fall müssen wir jetzt auch schon nach Kräutern halten. Nach so komischen grünen Kräutern. Hä? Ein komischer Hund oder Wolf war voll gruselig. Da sind ja voll viele Wölfe. Ich will da nicht hingehen. Nein. Ich muss aber meinen Bruder retten. Was soll ich machen, Leute? Soll ich mein Leben schützen oder meinen Bruder retten? Das ist keine einfache Entscheidung. Hä? Wolf? Du tust mich jetzt nicht beißen, oder? Nö, tust du nicht. Okay, Leute, ich habe hier dieses Kräuterding gefunden. Das war so ein kleiner Pilz, was er braucht. Ich hoffe, das wird ihm helfen, den kleinen Racker. Oh Mann, rein hier, ja, kleiner Bruder. Kleiner Bruder, ich bin's. Geht's dir besser? Ich fühle mich fitter, aber noch ein bisschen Übelkeit. Nimm das. Das wird dir helfen. Und? Fühlst du dich besser? Wow, mir geht's wirklich besser. Sehr gut. Aber kein Unsinn machen und das bleibt unter uns. Ja, das erzählst du nicht, Mama. Erzähl ich nicht. Apropos Mama. Was ist mit ihr? Ich glaube, ich habe was vergessen, ihr zu sagen. Was hast du denn vergessen zu sagen? Oh, soll ich's wirklich sagen? Ich weiß nicht. Ich meine, du bist schon 3 Tage hier.
Die anderen Familienmitglieder kommen bald zu Besuch. Du meinst, die kleinen Racker kommen? Meine Schwester? Okay. Ich freue mich so. Okay, weißt du was? Ich werde dich nach Hause bringen. Und ich muss mich vorbereiten. Diesmal werde ich vorbereitet sein. Genau. Oh, Kinderbesuch ist so cool. Willst du noch ein Geschenk mitnehmen? Ein kleines Spielzeugauto? Ja. Oh, danke. Bitte, so, komm, wir haben einiges vor. Und außerdem muss ich mein Haus doch kindersicher machen. Let's go. Und, hey, was ist das denn? Hey, was machst du da? Was machst du da? Komm da runter, du kleiner Wutschi. Nein, das kleine Kind ertrinkt. Komm da raus, nimm meine Hand los. Komm, nimm meine Hand los, raus mit dir. Aua, das hat weh getan. Hör auf damit. Wer seid ihr? Nein, seid ihr? Leute, ich glaube, das sind meine Geschwister. Oh Mann, das ist voll anstrengend. Aber hier ist ein Burger ohne Pommes für euch. Seid ihr jetzt glücklich? Hallo, Timmy. Hey, Leni. Hey, Timmy, du heißt genauso wie ich. Wir sind ja auch deine Geschwister. Da hast du recht. Oh Mann, wo ist Mama? Die muss jetzt arbeiten. Die meinte, wir sollen zu dir kommen. Na schön. Ich werde euch ein bisschen die Stadt zeigen. Kommt mit, ich habe euch sogar eine richtig coole Rutsche und eine Schaukel gebaut. Eine Rutsche? Ja, aber ihr dürft müssen mir versprechen, dass ihr nichts kaputt macht, okay? Ich komme da nicht hoch. Ja, die ist vielleicht nicht ganz kindersicher. Aber guckt mal, ich habe eine Schneekanone. Damit könnt ihr richtig coole Sachen machen. Wow! Schneekanone! Ja, das ist meine eigene Erfindung. Wie findet ihr die? Warte mal, ich glaube, der hat sich wehgetan. Geht's dir gut? Ich will spielen. Du willst spielen? Wir können spielen. Komm mit, ich zeig dir ein bisschen die Stadt. Was macht Leni da? Leni, was machst du da? Leni, du machst da irgendeinen Blödsinn. Auf damit. Nein! Du hast meine Schneekanone kaputt gemacht. Oh Mann. Das war meine Schneekanone, du Monster. Timmy, das war lustig, oder? Ist hier nicht kalt? Es ist richtig kalt. Wie kannst du nicht frieren? Aua, hör auf damit. Na schön, ich frag nicht mehr. Vielleicht bist du einfach nur hart im Nehmen. Aber komm mit, wir gehen zu meinen Freunden. Die sind bestimmt richtig cool. Kommt mit, ich muss euch das zeigen. Die freuen sich bestimmt, wenn sie... Aua! Ihr sollt aufhören damit, mich abzuwerfen mit Schneebällen. Schau mal, ich bin eine Schneekanone. Leute, Kinder sind anstrengend. Okay, wenn ihr euch benehmt, dann kommt heute Abend der Weihnachtsmann und gibt euch Geschenke. Ja. Ja, wirklich? Okay, dann komm mit. Dann gehen wir ein bisschen Ausflug machen. Das wird richtig schön. Ich habe auch eine Idee, wo wir hingehen können. Wir gehen nämlich in den Kindergarten. Leute, da kann ich mich dann abgeben. Doch, da gibt's coole Spielsachen und Kuchen, so wie den da. Schnell auf TV! Bleib stehen! Nein, du darfst nicht dahin. Das ist verboten. Da hinten ist der verbotene Wald. Und das gibt nur Ärger. Ich will nicht von Mama Ärger bekommen. Bleib stehen jetzt! Nein, dann sag, dass wir nicht zum Kindergarten gehen. Wir gehen nicht zum Kindergarten. Wir gehen zu Disneyland. Disneyland, genau. Also los, kommt mit. Und danach gehen wir zu McDonald's, Timmy, okay? Hey, ich will auch. Ja, Leni, du kannst ja mitkommen. Was magst du denn? Pommes? Okay, das kriege ich hin. Komm mit. Zuerst gehen wir zum McDonald's und dann gehen wir zu Disneyland. Leute, wir gehen natürlich nicht zu Disneyland. Wir gehen in den Kindergarten. Die sollen da auf sich aufpassen. Ich habe keine Zeit auf die. Außerdem muss ich Hausaufgaben machen. Außerdem nerven die mich die ganze Zeit. So, und schönartig sein, okay? Und haltet euch vor den Schneebällen fern, die sind böse. Okay. Sehr gut. Haha, das macht ihr echt gut. Ihr hört ja richtig auf ein. Wir gehen ja auch zum Disneyland. Ja, stimmt, wir gehen zum Disneyland. Haha, wenn die wüssten. Ich dich. Nein, nicht Schlitten fahren. Geh da raus. Nein, nicht da runter. Nein. Du musst echt aufpassen, du kleiner Knirps. Hast du das gesehen? Oh Mann, hast du dich verletzt? Nein, nicht nochmal, nicht mal. Sonst kriegst du keine Pommes, du Blödmann. Komm jetzt zu mir, Timmy. Sieh. Aufhören damit. Hört auf, das ist gefährlich. Nein, nicht weiter. Nein.
Sehr gut. Okay, komm, wir sind mal McDonald's angekommen. Ich gebe euch Essen aus. Oh, genau. Setzt euch hin. Hier sind die Burger und Pommes. Und jetzt wird gegessen. Viel Spaß. Schön artig sein. Mhm, dann gibt es auch keinen Ärger von Mama. Sehr gut. Alles aufessen. Perfekt. Okay, wir zahlen tun wir später. Komm mit. Okay, da ihr jetzt einen vollen Magen habt, können wir jetzt zu Disneyland gehen. Disneyland hat sich ein bisschen verändert, aber das ist wirklich Disneyland. Ihr müsst mir vertrauen. Ja, wirklich. Leute, wenn die das glauben, das ist perfekt. Guck mal, da sind sogar Ballons. Hey, hör auf, die Tür kaputt zu machen. Das ist nicht witzig. So geht die kaputt. Los jetzt, komm da rein. Das ist nicht witzig. Und nein, 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 du darfst nicht auf die Wasserrutsche gehen. Die ist zugefroren. Oh Mann. Ihr solltet echt mehr auf mich hören. Das ist wirklich gefährlich. Hier können schlimme Dinge passieren. Passt auf. Okay, ihr wollt also schaukeln? Dann bleibt ihr einfach hier oben und ich schau mal nach oben, nein, ob das Spielsachen das sind. Hä, was wollt ihr danach? Nein, geht nicht nach unten. Das ist gefährlich da unten. Ich war da einmal. Woher kennt ihr? Lauf, nein! Kommt zurück, kommt zurück, kommt zurück, ihr kleinen Kinder! Hey, da ist Lava! Oh nein, 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 nicht, dass ihr runterfliegt. Bleibt bitte stehen, okay? Hä, wo ist Timmy hin? Lea! Leni, wo ist Timmy? Bleib stehen! Bleib stehen, Leni! Ich werde dich sowas von fangen. Das ist doch der einfachste Parcours auf der Welt, Mann. Also, hier rüber jumpen. Ich komme! Wo versteckst du dich? Und bitte bleib stehen. Ich krieg sonst Ärger von Mama. Oh, ich hasse diesen blödes Labyrinth hier. Das ist richtig undurchsichtig. Leni? Leni, bist du hier irgendwo? Hier hinten vielleicht? Leute, das ist richtig gruselig. Nicht, dass Pomni oder so hier ist. Hallo, Leni. Oh, Timmy. Oh, wo seid ihr, kleinen Furze? Ich hab Pommes für euch. Ich weiß, dass ihr Pommes mögt. Mhm. Okay, Leute, das ist der richtige Weg. Aber ich glaube, ich hab die Kleinen verloren. Das ist gar nicht gut. Das ist auch nicht der Ausgang. Wo ist dieser blöde Ausgang? Hier. Komm schon, komm schon, komm schon. Leni. Timmy. Oh nein, die sind auch nicht hier lang gegangen. Wir müssen zurück. Wir müssen zurück in die Minecraft-Stadt, Leute. Ich muss unbedingt Brexy und Odi davon erzählen. Nein, 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 meine Freunde sind weg. Ich muss das unbedingt meinen Freunden erzählen. Oh, Odi, Brexy, da seid ihr ja. Seid ihr immer noch sauer auf mich? Ja. Also hört auf damit, ihr dürft nicht sauer auf mich sein. Es ist was viel Wichtigeres passiert. Du kriegst doch kein Stück von meinem Kuchen ab. Ich will deinen blöden Kuchen auch nicht. Ich habe Geschwister und das wollte ich euch sagen. Aber ihr seid ja abgehauen. Und die sind jetzt hier irgendwo und ich habe die verloren. Ja, im Kindergarten. Das glaube ich dir nicht. Das ist bestimmt wieder so ein blöder Prank, nein, Odi. Die können bestimmt auch hier irgendwo sein. Das ist kein Prank, ehrlich. Und wie sehen die aus? Na, der eine ist ganz klein und hat blaue Augen. Und die andere ist ein kleines Mädchen und heißt Lia. Mhm. Und der andere ist Timmy. Kommt schon, wir müssen suchen. Die können hier irgendwo in der Stadt sein. Wir können uns ja aufteilen, wenn ihr wollt. Ja, aber die Stadt ist echt groß. Okay, pass auf, wir teilen uns auf. Du suchst im hinteren Teil von der Stadt, Odi. Brexy, na gut, du suchst beim McDonald's und beim Kindergarten, wo ich dich zuletzt gesehen habe. Und ich schaue hinten beim Meer und bei der Schule und Zirkus. Bis später, okay. Leute. Bis okay. später. Ich muss diese kleinen Knirpse finden. Wo sind die Leute? Ihr müsst mir helfen. Wenn ihr jetzt irgendeinen Hinweis seht, dann müsst ihr es in die Kommentare schreiben. Und ihr habt recht, hier sind ganz viele Geschenke. Das ist richtig komisch. Normalerweise sind hier nicht so viele Geschenke. Meint ihr, das hat damit was zu tun, dass die kleinen Knirpse hier lang gelaufen sind? Wir können mal der Spur folgen, aber ich habe echt Angst, wo die hinführt. Und nein, das ist doch dieser Zirkus. Ich gehe da nicht rein. Ah, das könnt ihr vergessen. Oh, dann kriege ich aber wieder Ärger von Mama. Ich will keinen Ärger kriegen, weil ich habe die Verantwortung, Leute. Ihr habt recht, ich muss mich drum kümmern. Och Mann, ich hätte echt ein kindersicheres Haus machen sollen. Dann wäre das alles nicht passiert mit diesen kleinen Knirpsen. Hallo? Ist hier jemand? Hallo? Leute, das ist richtig gruselig und ich will hier nicht sein. Hier ist bestimmt dieses Pomni-Mädchen oder dieser komische Zirkusdirektor. Die sollen mich alle in Ruhe lassen. Hallo, ist hier jemand? Oh, hier geht's sogar nach unten, Leute. Vielleicht ist da unten jemand. Da unten? Nein, das sieht richtig gruselig aus. Und nein, das ist nicht meine Schwester oder mein Geschwisterchen. Och Mann, ich gib's auf, Leute. Ich krieg bestimmt richtig Ärger wieder. Hä? Oh nein, nicht du. Was willst du von mir? Jimmy, 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 Jamba. Ich mag dich nicht. Das war letztes Mal schon richtig gruselig mit dir.
Was machst du denn in meinem Zirkus? Ja, ich suche meine Geschwister. Hast du die gesehen, mein Geschwisterchen? So. Ich habe deine kleine Schwester gesehen, wie sie das Headset aufgenommen hat. Nein, hat sie nicht. Nein, Leute, ihr wisst, wenn man das Headset aufsieht, dann kommt man nicht mehr raus. Sie ist im digitalen Zirkus. Dann gib mir dieses Headset, diese VR-Brille. Ich zieh sie auf. Ich muss sie retten. Aber versprich mir, dass wir danach nichts mehr miteinander zu tun haben. Wenn du sie einmal aufziehst, kommst du nicht mehr raus, Jimmy. Das ist es mir wert. Sie ist schließlich Familie, Leute. Und für die Familie macht man alles. Und zack. So, ich hab die Brille angezogen und ich will da nicht rein. Das ist gruselig, Mann. Hallo, Lea, Jimmy. Viel Spaß. Wo seid ihr? Oh nein, nicht schon wieder diese blöden Türen. Ich hasse das hier unten. Das ist voll gruselig. Aua. Ach, Mann, das ist doch so blöd hier. Hallo, ist hier jemand? Mann, Lea, komm raus da. Nein, das ist nochmal so ein Labyrinth. Die muss hier irgendwo sein. Blöd hier unten. Das ist gar kein Zirkus, Leute. Das ist eigentlich ein großer Zirkus. Wie dieser Horrorclown von Brixie. Lea, Timmy, wo seid ihr? Hä? Ich höre jemanden. Bist du hier hinten? Das ist auch nicht. Das kommt von da hinten. Hier. Ah, da bist du ja. Oh, Mann. Timmy. Oh, ich hab dir doch gesagt, du sollst nicht abhauen. Aber ich bin nicht abgehauen. Ich fand diese coole Brille und da war ich hier. Ja, und lass mich raten, du bekommst sie nicht mehr ab. Das ist der digitale Zirkus. Das ist richtig blöd. Du musst echt auf mich hören, okay? Wie kommen wir hier raus? Naja, letztes Mal habe ich das, glaube ich, geschafft, indem wir so ein Rätsel gelöst haben. Vielleicht können wir das Rätsel gemeinsam lösen, dann können wir nach Hause gehen. Wir müssen... Richtig, diese Tür war das. Komm mit, komm mit, komm mit, der Weg ist hier. Wo ist eigentlich mein Bruder? Timmy, ja. Timmy ist nach Hause gegangen. Zu mir nach Hause? Mhm. Der ist schlau, Leute. Aber du hast echt ein bisschen Blödsinn gemacht. Okay, wir müssen nur hier rüber springen und springen. Schaffst du das? Oh, nicht da rein, nicht da rein. Ich habe noch eine Milch zu Hause, die müssen wir dann trinken. Komm rein. Du schaffst das, Leni. Leni, Leni oder Lea, ich weiß nicht mehr genau, aber du kriegst das hin. Super. Oh, ich bin richtig froh, dass es dir gut geht. Hast du dich verletzt? Ich denke jetzt nur, weil Kanalwasser. Nein, nein, nicht trinken. Komm mit, wir müssen... War das die linke oder rechte? Linke oder rechte Tür? Das war die Tür. Komm mit rum.